Servus ihr Lieben, einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch und heiße euch recht herzlich willkommen hier wieder zurück zu einer neuen Folge von unserem Großprojekt. Wir sind wieder hier in All-in-One und werden heute ein bisschen weitermachen. Wir haben ja letztes Mal nicht ganz so viel geschafft, was ich eigentlich mir vorgenommen habe. Wollte ja mit den Kanälen unter anderem anfangen, wollte eine Schule bauen. Alles nicht irgendwo geschehen, weil wir an dieser Auf- und Abfahrt doch ein bisschen gesessen sind und auch die ganzen Umfahrungen mal gebaut haben. Deswegen möchte ich heute auf jeden Fall mal ganz vorne anstellen, dass wir die Kanäle mal ein bisschen beginnen, weil wir sehen ja, dass unsere Ortschaft immer größer wird und ich nehme mir ja selber so ein bisschen den Platz weg, weil ich habe ja schon so etwas durchgeplant. Ich weiß, dass ich einen Kanal in der Nähe von dem Fluss haben möchte und das würde ich halt ganz gerne umsetzen, bevor wir da alles bebaut haben, weil beim Bau, wenn man dann irgendwie sagt, okay, man braucht Wohngebäude oder man braucht Industrie, dass man dann natürlich die Bereiche bebaut, wo man eigentlich den Kanal durchbauen wollte, das haben wir ja schon festgestellt, das ist mir letztes Mal schon passiert. Und deswegen möchte ich jetzt natürlich heute schon mal den Kanal beginnen. Ich denke mal, wir können ihn uns ganz gut leisten. Er kostet ja wöchentlich nicht ganz so viel und ich denke mal, wir investieren mal ein bisschen rein, liebe Leute. Wir legen los und schauen mal, was unsere Stadt uns so mitteilen möchte. Wir haben hier immer mal wieder Probleme mit unserem Strom. Ich habe ja schon Windkraft jede Menge aufgebaut, aber das reicht uns leider nicht. Da müssen wir mal gucken, dass wir jetzt mal stromtechnisch noch mal ein bisschen was machen. Es wäre cool von euch, wenn ihr auf jeden Fall eine Bewertung da lassen würdet, liebe Leute. Dankeschön, Dankeschön, liebe Leute. Wir haben ja hier offiziell nicht ganz so viel Auswahl. Ne? Wir haben hier nochmal das Kohlekraftwerk. Wir könnten tatsächlich auch hier mit den Windturbinen auf dem Wasser ein bisschen arbeiten. Finde die allerdings nicht ganz so hübsch für das, was wir jetzt hier bauen bis jetzt. Die erinnern mich irgendwie so ein bisschen an Anno. Wie hieß denn das? Anno ist dieser modernere Teil. Nicht 21 irgendwas, sondern 2080? Oh je, jetzt habe ich mich wahrscheinlich zum Affen gemacht. Bin mir gar nicht mehr sicher. Ihr wisst, welchen Teil ich meine. Und ja, irgendwie erinnert mich die Turbine da irgendwie immer dran, ich weiß auch nicht. So, wir werden auf jeden Fall nochmal ein Kohlekraftwerk bauen. Jetzt ist halt die Frage, ne? Ich habe ja hier auch überlegt, ob man an dieser Stelle ein bisschen... Ja doch, das ist eine gute Idee, weil hier wollen wir ja eh an der Stelle nochmal hier ein bisschen Recycling aufbauen, das passt dann. So, dann, liebe Leute, dann haben wir Strom auf jeden Fall wieder mehr als genug. Es ist halt, ja, ist noch ein bisschen ein Weg, bis wir dann natürlich auch mal bessere Sachen bauen können. Ich denke mal, vielleicht reißen wir das auch wieder ab oder ein anderes. Ich denke mal, die Kohlekraftwerke, die wird man nicht behalten. Wir werden die irgendwann dann komplett ersetzen, gehe ich von aus. Und ja, müssen wir mal gucken auf jeden Fall. Werde ich jetzt heute erstmal schauen, dass wir hier mit dem Kanal anfangen. Und ich möchte ja ganz gerne den flachen Kanal bauen, weil ich halt einfach bei so einem tiefen Kanal weiß, dass wir wahrscheinlich den auf lange Sicht nicht ganz so gut befüllt bekommen. Ja, gerade durch das, dass er so tief ist. Ich denke mal, auch durch den flachen Kanal können dann hier im Endeffekt die Fähren fahren. Das müsste gehen. Und deswegen würde ich ihn, glaube ich, bevorzugen. Wir haben jetzt noch den flachen breiten Kanal. Wir haben das halt immer in drei unterschiedlichen Stufen. Und ich würde, glaube ich, den hellen bevorzugen. Oder wir nehmen den dunklen. Wir gucken mal. Wir gucken mal. Wir beginnen auf jeden Fall mal hiermit. Und ich möchte... Ich möchte hier durch. Wir machen erstmal so, dass wir die Straßen ignorieren. Muss mal kurz gucken, wo sind wir denn hier? Geht das? Ja, könnte gehen. So, das soll ja einigermaßen hübsch aussehen. Eigentlich wollte ich hier näher durch. So ungefähr. Die Sache ist, ich weiß noch nicht, wie ich das anschließen soll am Wasser dann. War das so gerade anschließen? Ach, und wieder ist das hier. Ach, ich vergesse es jedes Mal, ne? Ja, da machen wir es halt erstmal händisch nochmal weg. So, und jetzt dürfte das ja alles dann funktionieren. Jetzt haben wir ja hier dieser dunklere, breite Kanal. Jetzt würde ich gerne mal schauen, ist der hier genauso breit? Nein. Also das ist ja wirklich schon das Größte der Größen. Dann würde ich gerne gucken, dass wir zum einen vielleicht hier irgendwie durchwandern und vielleicht hier auch nochmal an der Stelle durchgehen. Ne? Wäre eine Idee. Ja. Man muss ja nicht gerade verlaufen.
Es ist halt mit den unterschiedlichen Höhen dann irgendwo schwierig, aber ich glaube... Ach, man sieht das ja auch ganz gut. So. Teuer ist das eigentlich. Also es geht, wenn du überlegst, guck mal, für das Stück zahlen wir hier gemütliche 1200. Aber das können wir uns schon gut leisten, also. So. Wir wandern hier mal so durch. Wir lassen das mal so stehen. Ist ja auch noch kein Wasser drin. Jetzt haben wir halt hier die Möglichkeit... Es ist schon cool, dass er so breit ist. Ich dachte eigentlich, dass der auch so breit wäre. Gucken wir mal ganz kurz. Das ist ja ein deutlicher Unterschied, ne? Holla, die Waldfee. Ja, okay, dann würde ich erstmal so einen Hauptkanal machen. Guck mal, der passt hier natürlich auch noch wunderbar durch. Würde gerne hier eben den Bereich trennen wollen. Warte mal. Machen das mal kurz rückgängig. Und das lassen wir, weil der ist schon ein bisschen weitergezogen. Upsala. Und ich will mal gucken, ob wir hier mit so einem breiten Kanal durchkommen könnten. Wenn ich jetzt hier hingehe, er snappt halt irgendwo, ne? Wenn wir hier vorne... Könnte natürlich auch so schräg durchgehen. Wäre auch eine Idee und könnte hier den Knick machen. Hm. Das würde ich gerne vermeiden. Ich würde es einigermaßen gleichmäßig zum Wasser gerne machen. Die Windkraft ist uns jetzt erstmal egal, ne? Machen das auf die Weise. Die Windkraft ist uns egal. Huch, was er hier wieder veranstaltet. Und da könnte man das nämlich so abzweigen lassen. Guck mal. Wie gesagt, normalerweise müssen wir die Fähre da durchbekommen. Kann man sich das schon mal anschauen? Schiff. Kann man sich noch nicht anschauen? Doch, kann man. Sehr gut. Okay, ja, hier sieht man das, dass wir natürlich hier die Möglichkeit für die Fähre haben. Sehr, sehr gut. Fährweg. Ja, hier, da wird ein bisschen interessant, was wir hier vorhaben. Hab lange nicht mit den Sachen gearbeitet. Fähre eh allgemein sehr, sehr wenig. Das heißt, wir haben den Kanal schon mal hier durchgezogen. Jetzt würde ich gerne mal gucken. Die Fähren müssen ja unten durch. Das ist bei so einem tiefen Kanal natürlich um einiges besser. Das würde jetzt hier wahrscheinlich ein paar Probleme machen. Ne? Wir werden nämlich hier das große Problem haben, dass wir zum einen das nicht offiziell bauen dürfen. Zum anderen müssen wir halt irgendwo doch ein bisschen höher gehen. Das werde ich jetzt auch schon direkt veranstalten. Wir stellen das mal bei Mobutu ein. Dass wir das immer eine Node in die Mitte machen. Und dann eben so hoch gehen. Ja? Ja, würde es so gehen, könnte man so machen. Ja. Ja, wie gesagt, wir machen nicht so viel Geld. Es läuft ja auch nebenher alles sehr, sehr langsam. Das muss man auch mal dazu sagen. Wir haben es auf jeden Fall geschafft, dass wir jetzt hier den Kanal eigentlich noch ganz gut durchbekommen haben, würde ich sagen. Sieht das hier an der Stelle nicht mehr ganz so hübsch aus, finde ich. Das ist halt so der Punkt, dass dieses Ende der Straßen, ja, durch die Schräge ein bisschen, naja, nicht ganz so prickelnd eben sind. Aber wie gesagt, wir müssen mal gucken, wie wir das mit den Depots und den Fährhaltestellen dann auch machen, wo wir die hinbauen. Aber wir haben auf jeden Fall den Kanal schon mal durch. Jetzt haben wir hier natürlich das Problem, dass wir nicht anschließen können, jeweils. Ich würde ja gerne hier immer mal wieder so eine kleine Verbindung machen, um den Kanal zu füllen. Ich würde hier nicht, ein Kreuz würde ich auf jeden Fall nicht machen wollen. Ich würde gerne hingehen und würde den Kanal nehmen. Wir nehmen auch den großen, oder? Oder nehmen wir den kleinen? Dass man immer mal wieder hier so Verbindungen baut. Ach, du große Nummer. Oh. Große Probleme. Große Probleme. Wir sind ja hier viel höher. Aber das ist ja doch schon ein sehr, sehr steiler Weg. Da werden wir nicht wirklich viel Wasser mit reinbekommen, ne? Wir können uns das mal anschauen, was hier durch passiert. Aber das gefällt mir nicht ganz so gut. Da habe ich gar nicht so dran gedacht, ne? Da habe ich gar nicht so dran gedacht. Vielleicht machen wir das auf einem längeren Weg. Ich meine, das Wasser geht schon rein. Man sieht es ja hier auch, ne? Wir haben ja auch andere Möglichkeiten, Wasser reinzubekommen. Es muss einfach schön aussehen. Das ist mir so das Wichtige. Schauen wir mal, ob das mit dem Anschluss hier funktioniert oder ob wir das vielleicht doch nicht so machen. Wir machen das auf jeden Fall erstmal so, dass wir hier diese Kanten entfernen, damit das nicht so extrem aussieht. Und das lassen wir. Ne? Ich denke mal, man kann das aber auch so lassen, oder? Ist okay. Wird halt ins Wasser reingebaut.
Können wir mal gucken. Wie gesagt, wir haben auf jeden Fall schon mal den Wassereintritt. Wir haben ja Frischwasserproduktion, haben wir ja auch hier. Noch nicht freigeschaltet wahrscheinlich, aber es gibt, ah doch, haben wir schon, guck mal, wir haben ja hier Frischwasseraustritt. Den können wir natürlich auch hier irgendwo überall hinbauen. Kostet allerdings wahrscheinlich die Wasserverfügbarkeit. Da bin ich mir gar nicht so sicher, wo das da mit reinwirkt, ne? So, das heißt, den Kanal, den haben wir schon mal. Das ist sehr, sehr gut. Den Freeway, den bauen wir natürlich nicht. Wir haben vielleicht auch nicht so das Geld dafür, den zu bauen. Dann würde ich gerne hingehen. Würde mir hier ganz kurz das Gelände mal anschauen. Und wir sehen, dass wir hier unten auf jeden Fall schon mal auf den gleichen Höhen wieder sind. Guti. Dann würde ich hingehen und würde hier die Straße nehmen wollen. Machen den Snap hier ran. Genau, dass wir hier so ein bisschen gleichmäßig einfach auch durchgehen. Dann sieht das hier nicht so wie diese Ecke hier drüben aus. Ich finde die nicht so schön. Müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Und würde dann ganz gerne... wir haben ja hier die Brücke. Das heißt, wir werden hier auf jeden Fall eine Straße in die Richtung vorbereiten, die auch eigentlich eine kleine Straße ist. Wir werden das mal so machen. Und das geht ja dann unter der Brücke früher oder später durch. So, auf jeden Fall die Idee. Dann würde ich gerne hier eine Verbindung... Achso, das ist immer wieder zu steil, ne? Also steil leer. Das ist ja das, was ich vermeiden möchte eigentlich. Ne? Wo haben wir denn hier die Grenze? Hier ist die vorne. Das hier ist die Grenze. Und dann geht es dann eben langsam nach oben. Heißt, wir haben hier nochmal ein Wohngebiet auf die Beine gestellt. Wir können hier an der Stelle nochmal welche machen. Dass man hier einfach auch nochmal ein paar Wohnungen mit reinbekommt. Ich glaube, das ist gar nicht so schlecht. Machen wir das hier. Und die Straßen, wie gesagt, gehen ja hier dann auch einfach weiter. Dann würde ich gerne hier runtergehen. Und hier durchwandern. Dann würde ich gerne das wieder rückgängig machen. Greift er doch ein bisschen so stark wieder ins Gelände ein. Für meinen Geschmack. Wie gesagt, wie machen wir das denn hier? Ne, wir lassen das anders verlaufen. Machen das. Es tut mir sehr leid, dass ihr hier wieder umziehen dürft. Aber ich würde das wenden. Oh, das ist jetzt nicht euer Ernst. Ja gut, dann müssen wir es halt doch so machen. Wir haben ja kein Geld dafür. Wir lassen das nebenher mal wieder ein bisschen schneller laufen. Weil wir sind leider wieder ein bisschen arm dran. Ich kann nebenher hier wegen Müll wieder gucken. Guck mal, die werfen das immer hin und her. Ich krieg das nicht entleert wieder. Ich krieg das wieder nicht entleert, weil wir für den Müll nochmal ein bisschen was anderes benötigen. Eine Müllverbrennung wäre viel zu teuer. Ja, ich glaube, ich könnte das Müllproblem in den Griff bekommen, wenn wir anfangen, hier die Schulen zu bauen. Das wäre vielleicht eine Sache. So, ihr dürft natürlich jetzt hier wieder euer Haus bauen. Es tut mir leid für die Umstände, aber das ging leider nicht anders. Wir lassen das mal so... auf die Weise. Gehen dann hier entlang. Achso. Ja, müssen wir mal gucken, ob wir das überhaupt so lassen. Also das Gebiet können wir auf jeden Fall so bauen lassen. Das geht. Das geht auf jeden Fall. Ja, weil eine Grundschule würde ja schon mal den Anfang machen, weil ungebildete Herrschaften produzieren viel mehr Müll. Und ich denke mal, dass wir sehr ungebildet sind momentan. Und deshalb würde ich halt, wenn, ganz gerne vielleicht eine Grundschule schon mal bauen. Wir können sie uns nicht leisten. Ich weiß das. Ich nehme auch gleich einen Kredit auf, wahrscheinlich. Hier haben wir die. Genau, das ist okay. Weil wir haben bis jetzt ja noch gar keinen Kredit aufgenommen. Wir gehen 1000 ins Plus, was gut ist. Und würde dementsprechend einfach... Ach, den können wir gar nicht nehmen. Ach, das ist ja schön.
Würde den für 60.000 mal nehmen. Dann haben wir hier auf jeden Fall ein bisschen was. Kostet uns natürlich 250. Aber ich denke mal, das ist in Ordnung. Und dann würde ich gerne hier an der Stelle... Ja, wir nehmen die normale Grundschule. Die andere hat noch weniger Plätze. Guck mal, die hat 250 und die hat 300. Genau, die Green Cities Gebäude, die sehen zwar schick aus von den Schulen her, aber die haben immer weniger Kapazität. Na, zum Beispiel auch die hier, die hat 1000, die haben 800. Gut, dann kommen mal halt die Wand-an-Wand-Geschichten. Allein in der Grundschule schon 800 reinpassen. Ist aber jetzt optisch, glaube ich, nichts, was wir hier bauen sollten. Genau, das heißt, wir haben eine Grundschule. Der ganze Spaß beginnt. Wir kriegen dadurch so ein bisschen Bildung in die Stadt. Was ja auch sehr wichtig ist. Und jetzt würde ich gerne gucken, dass wir natürlich das Geld noch einigermaßen gut investieren. Wir haben ja auch hier überlegt, auf den Seiten mit den Wohngebieten ein bisschen weiterzubauen. Doch, würde ich auf jeden Fall gerne machen. Ich überlege gerade, ob ich Recycling etwas mit reinbringe. Ich muss mal kurz gucken, was Recycling mir kostet. Weil so schnell geht das mit der Bildung ja nicht. 300 kostet uns das. Das machen wir auch mal. Dann haben wir vielleicht sogar jemand, der den Müll dann eben recycelt und somit dann aus der Welt schafft. Weil momentan schippern wir Hügel für Hügel einfach nur hin und her. Ne? Siehst du, das ist fast voll, das ist fast leer. Und im Großen und Ganzen fühlt es sich ja auch noch nebenbei, durch das aus der Stadt der Müll abgeholt wird. Und haben eben das große Problem, dass wir vorher bei 40 waren, wo wir eben hier schon mal einmal voll waren. Jetzt sind wir hier schon bei 50 um den Dreh. Das heißt, ein paar Prozente gehen wir immer weiter nach oben. Ich hoffe, das kann man so einigermaßen verstehen, was ich gerade gemeint habe. Ja, gerade weil wir das Spiel ja auch ein bisschen schneller laufen lassen, ist es halt auch vielleicht hier und da, ja, alles ein bisschen schneller dann auch wieder voll. Jetzt geht das hier mit dem Gelände, jetzt muss ich mal ganz kurz spiegeln, das Gelände hier... Ist einigermaßen okay, finde ich, ne? Das ist hier dann schräger an der Stelle. Das ist okay, hier. Aber hier unten ist es einfach flach. Cool. Da werden wir hier nochmal ein Wohngebiet auf die Beine stellen. Das schließen wir dann hier vorne an. Das ist so nicht richtig. Dann machen wir hier so. Schließen wir das so an. Machen wir mal. Müsste gehen, oder? Es ist trotzdem höher. Das hat mich schon gewundert. Ist trotzdem höher. Mal. Noch mal ein bisschen hier. Machen das mal ein bisschen flacher hier. Das ist ja nicht viel, was hier an Schräge entsteht. Deswegen geht das, glaube ich, ganz gut so. Jetzt würde ich gerne mal ganz kurz nochmal bei Müll direkt vorbeischauen. Und dann nochmal hier drehen. Mal gucken, ob wir das vielleicht ein bisschen in den Griff bekommen. Wahnsinn, was hier auch an Verkehr unterwegs ist. Ne? Genau. Da haben wir hier nämlich das größere Sträßchen. Und ich würde auch gerne hier hinten an die Stelle... Wollen wir das miteinander verbinden, ist die Frage. So in die Richtung. Ich hätte schon Lust, das nicht als Sackgasse zu lassen. Wie gesagt, für Strom werde ich das wahrscheinlich irgendwann mal unterbinden. Das werde ich wahrscheinlich vielleicht nochmal umsetzen in den Strom oder ich weiß es noch nicht. Ich dachte nur, das wäre ein bisschen näher an der Stadt, das ist vielleicht ganz gut. Und dann könnte man nämlich hier, da wir eh momentan doch mit dem Snap eher arbeiten, mal gucken, was könnten wir denn hier reinmachen. Ich hätte natürlich schon Lust, hier drüben auch nochmal ein paar Wohnungen hinzustellen. Das machen wir, würde ich sagen, bis hierhin. Naja. Machen wir bis hierhin, oder? Ist das okay? Das heißt, hier werden Wohnungen gebaut. Ich weiß nicht von der Verschmutzung. Wir gucken uns das mal ganz kurz an. Knapp, ne? Und mal schauen, wie wir das vielleicht hinbekommen. Wir gehen zum einen erstmal hier durch. Gehen hier dann nochmal raus mit so einer Sackgasse und schließen dich hier an. Gut, das heißt, hier haben wir schon mal ein bisschen Fläche. Und dann würde ich gerne... Wir haben halt immer noch nicht die grünen Straßen.
Finde ich echt schwierig, ohne grüne Straßen zu bauen. Aber das hier ist so. Sind wir in der Nähe vom Freeway? Lärmschutz wäre auch noch so eine Idee, die wir machen könnten. So, das würde gehen. Ja, wir machen den Lärmschutz hier ein bisschen anders. Ist ein teurer Spaß, glaube ich. Lärmschutz können wir gar nicht. Was haben wir denn hier? Wir brauchen 4400 für den Lärmschutz. Ich würde den gerne von der Autobahn her gewährleisten. Ich glaube, das ist okay. So, dann wandern wir hier erstmal durch. Wir haben ja eh sehr viel Nachfrage nach Wohnungen. Und machen das erstmal. So. Auch auf der Seite dürfen die Richtung Kanal bauen. Warte mal, wir gucken uns das mal an. Weiß nicht. Richtung Kanal lasse ich mal so die Bereiche frei. Würde dann hier vielleicht Gewerbe etwas durchziehen. Auf die Weise. Und dann, ja, hier sind wir dann fast zu nah, ne? Obwohl ich sagen muss, dass wenn wir hier, glaube ich, einfach mal, wir machen das erstmal so. Wenn wir hier Bäume hinstellen, dürfte das, glaube ich, funktionieren, oder? Wir dämmen dadurch die Verschmutzung ein. Also hier drüben machen wir nichts, aber auf der Seite ist okay. Wir haben jetzt ein bisschen Lärmprobleme dann irgendwann. Aktuell relativ egal, weil auf dem Freeway hier nichts los ist. Weil wir momentan noch vor dem Fluss das Ende haben des Freeways. Mir geht es jetzt erstmal darum, dass wir jetzt ein bisschen mehr Geld verdienen, dass wir natürlich auch ein paar Einwohner dazu bekommen, dass wir so die Bereiche hier ein bisschen ausbauen. Ich finde das nicht schön hier, wirklich nicht. Wir machen den hier weg. Ich verschiebe dich hier rüber. So, aber warte mal. Ich verschiebe dich. Das ist halt Geldverschwendung gerade ein bisschen. 11.000 kostet mich das. Wir lassen dich doch da stehen. Na ja, dann machen wir das doch mit Movit. Habe ich mir gerade so überlegt. Ah, ist hier und da, können wir das mit Movit doch machen. So kleinere Sachen auf jeden Fall. Heieiei, du. Das ist ja also 11.000 ums. Nee, wir reden nicht drüber. Das Ding kostet doch nur 20. Wie können wir denn 11.000 bezahlen? 23.000. Das ist die Hälfte, ne? Die Hälfte zahlt man dafür. Ui. Es macht sich natürlich bei dem, was wir bis jetzt haben, sehr bemerkbar, ganz klar. Und ja, tut auch ein bisschen weh, das ist nicht richtig. Ich werde es auch die Big Rolls wahrscheinlich größtenteils deabonnieren. 2, 3 lasse ich auf jeden Fall noch. Aber die werde ich deabonnieren, damit man die nicht jedes Mal hier haben. Ich muss aber noch bei unserem Livestream-Projekt, muss ich natürlich noch schauen, dass wir das dann soweit anpassen. Wir haben ja auch unser Millionenprojekt und dort ist eben so das große Problem, dass wir eben dort einige der Big Roads verwendet haben. Ja, und das muss ich natürlich jetzt erstmal noch gucken, dass wir das dort etwas ausbessern und austauschen. Ja. Jetzt muss ich mal kurz gucken, was möchte ich denn hier? Ne, hier machen wir mal nichts. Könnten das so lassen, ne? Das wäre dann nochmal ein weiteres Wohngebiet. So kriegt man die Gebiete halt nach und nach so ein bisschen gefüllt. Achso, warte mal. Hier an der Stelle würde ich ganz gerne auch nochmal ein bisschen näher hingehen. Das geht, weil es hier auch einigermaßen flach ist. Würde auch gehen. Machen wir das mal hier so, würde ich sagen. Komm. So, das heißt, das nächste, was wir brauchen, sind dann wahrscheinlich wieder Arbeitsplätze. Ja, würde ich gerne hier durchgehen. Hier machen wir mal nichts. Und der Straße, die lassen wir nämlich frei. So. Und auch hier hinten dann füllen wir die Bereiche etwas auf. Ja. So. Gut, können wir erstmal so lassen. Dass wir halt auch die andere Seite etwas gefüllter bekommen. Jetzt haben wir hier natürlich wieder das Problem, dass wir hier die bisschen hin und her werfen müssen wieder. Das mit der Bildung wird natürlich jetzt eine Zeit lang dauern. Das ist ganz klar. Wir haben den Bereich freigelassen. Ne? Ich würde gerne, und das ist so eine Sache, die wir jetzt auch noch kaum gebaut haben. Was ist denn das? Der große Spielplatz, oder? Ja. Das sind Dinge, die wir noch kaum gebaut haben. Und zwar Parkanlagen. Würde gerne hier eine reinmachen.
zu diesem Bereich hier drüben. Dann würde ich gerne hier mit einem Hundepark arbeiten. An der Stelle. Ja, und da gibt es halt offiziell schon gar nichts mehr. Ne? Das ist ja alles hier aus dem Workshop. Man sieht es ja, glaube ich, ganz gut. Offiziell ist das echt nicht viel, was wir hier bauen können. Aber wie gesagt, wir bleiben dabei. Platz mit Bäumen. Machen wir hier mal nebendran. Auch vom Radius nicht ganz so groß. So. Dann kriegen wir nämlich den Bodenrichtwert ein bisschen erhöht. Das heißt, wir bekommen natürlich auch ein bisschen mehr Geld für die, ne, pro Quadratmeter. Und ja, die graden vor allem auch in die nächste Stufe ab. Mehr Leute passen in die Häuser und dadurch kommen wir natürlich auch ganz gut voran. Und unsere Stadt wächst dann nebenbei auch ein bisschen. So, das war's natürlich jetzt mit dem Wasser. Hier geht's nicht weiter, weil es hier, glaube ich, nach oben geht. Ja. Was kostet uns der Frischwasseraustritt? Der kostet uns 400 Unterhalt. Okay, also das ist mir momentan tatsächlich nicht unbedingt wert in der Phase, wo wir uns momentan befinden. Weil wir bräuchten natürlich schon den einen oder anderen hier. Das geht nicht anders. Es geht nicht anders. Naja, gut. Jetzt würde ich gerne mal eine Sache noch machen. Haben wir irgendwo schon mal eine kleine Brücke gebaut? Absolut nicht, ne? Also so. Nee. Okay, dann machen wir das so. Ich brauche mal ganz kurz diese Stützen hier. Weil das ist das, was ich vorher noch nicht gemacht habe. Ich würde gerne hier an den Bereichen die Stützen aufbauen. Wie gesagt, die Fähren, die müssen halt vorbeikommen. Das ist es halt. So. Die Fähren sollen ja links und rechts davon irgendwo vorbeikommen. Gut, das ist das, was ich meinte halt. Wir kommen halt hier nicht auf eine gewisse Höhe. Ich hoffe, wir kriegen das durch den Frischwasseraustritt. Oder wir machen das tatsächlich hiermit. Wäre auch eine Idee, ne? Wäre auch tatsächlich eine Idee. Das geht nicht, ne? Toll. Ist ja super. Das war das Problem nämlich hierbei. Dass wir hier nämlich nicht weiter runterkommen von der Wasserhöhe. Jetzt müssen wir mal schauen, was hier passiert. Oh je. Könnte das gehen? Absolut nicht. Rückzug, Rückzug. So hoch. Okay, also der überschwappt hier. Oh. Schön, dass ihr hier gewohnt habt. Es tut mir leid. Upsi. Hoppala. Ja, Mensch, wie konnte das passiert? Ja, wir kommen hier nämlich nicht tiefer runter. Das ist ja super. Okay, das heißt, Wasserquelle ist auf jeden Fall raus. Könnten wir allerdings mit einem Fluss machen dann. Boah, die da gerade Wasser reingepumpt. Heieiei, du. Naja. Das könnte man dann natürlich irgendwo mit einem See machen, einen See bauen und darüber die Wasserquelle und dann anschließen. Ja, es ist halt unterschiedlich hoch, also der Kanal ist nicht auf einer Höhe. Wir könnten den Kanal auf eine Höhe machen, würde ich aber nicht machen wollen, weil wir sonst halt hier überall dann ins Gelände so eingreifen und das ist nicht so schön. Wir machen das mit den Wasseraustritten, habe ich so doch mir gerade überlegt, fand ich doch ein bisschen besser von der Idee her. Weil, ja, das war doch jetzt schon ordentlich. Eieiei, du. Jetzt gehen wir hier noch hin. Bauen diesen Bereich. Falsch. Alles falsch, was ich hier drücke. So, wir machen erstmal den Snap hier raus. So. Würde ich gerne hier rüber gehen. Ja, kann man auf die Weise machen. Und dann kriegt man nämlich hier nochmal ein paar Häuser aufgebaut. Jetzt haben die halt alle Müllprobleme, ne? Und ich weiß auch warum, weil wir wieder hier Müll entleeren müssen, ne? Ich krieg das leider nicht leerer. Und recyceln tun halt tatsächlich auch nicht so viele Leute in meiner Stadt. Was ist denn hiermit? Hiermit haben wir dann bei 7000, wären wir hier frühestens. Ja gut, so viele Möglichkeiten haben wir mit Müll nicht. Wir haben eine Sache noch. Ne, die ist auch hierbei, ne? Ne, alles mit Müll hat hier... Ist hier vorhanden, okay.
Ne, wir haben dann doch nichts mehr. Naja. Es sieht halt nicht ganz so schön aus, wie man hier sieht. Wenn dann überall hier das Müllsymbol ist. Vor allem bauen die dann auch wieder ab, ne? Irgendwo schwierig. Okay, das wird auf jeden Fall alles nicht so einfach sein. Genauso wenig wie mit den Arbeitsplätzen. Da können wir aber hier nochmal... Stimmt, hier war ja die Grenze, oder? Ja, können wir mal so lassen. Wir machen mal den Snap wieder rein. Ah ne, Grenze war hier keine. Kann ja nicht sein. Bin mir gar nicht mehr sicher. Wir machen das so. Dann gehen wir hier nochmal ein Stück weiter, dass wir die Straßen schon mal vorbereiten und ziehen hier dann nämlich eine durch soweit. Und ja, nee, das ist okay. Da lassen wir nämlich den Split drinne. Und weißen hier erstmal die Bereiche aus. So. Dann kriegen die nämlich hier ordentlich Industrie dazu. Und wir müssen dann uns mal überlegen, wie wir hier langsam aber sicher das Ende von der generischen einläuten. Weil das ist natürlich jetzt hier, wenn man mal das so betrachtet, schon ziemlich groß und viel, was wir hier gebaut haben. Und ich wäre eigentlich dafür, dass wir natürlich mehrere kleinere Industrien machen. Das ist ja so das, was ich eigentlich gerne gehabt hätte. Ja. Guck mal, hier sind wir nicht auch tiefer. Das ist eben das Problem. Ui, wird schwierig. Auf jeden Fall sind wir mal auf der anderen Seite auch mit den Wohnungen angekommen. Überleg gerade, ob ich halt auch eine weiterführende Schule bauen möchte direkt. Machen wir die hier nebendran, oder? Investieren wir hier mal ein bisschen rein und bauen erstmal so die Standardschule auf. Also die zwei standardmäßigen. Denk mal, das ist in Ordnung. Wir werden jetzt natürlich hier... Das grade die wieder alle ab. Großartig. Die Oberschule reicht uns von der Kapazität her. Die Grundschule, die reicht uns natürlich nicht. Das heißt, wir brauchen halt wieder das Set mit zwei Grundschulen und eine weiterführende, also eine große. Ach ja, die Unterschule, man kennt sie. Genau. So. Jetzt haben wir jetzt aber noch 27.000, die graden auch wieder ab. Ich würde gerne gucken, dass wir natürlich von der Bildung doch schon ein bisschen höher hier sind. Das wäre wichtig. Das wäre wichtig. Warte mal, was haben wir denn hier? Wir haben hier die kostet uns 15.000. Das ist ja immer so dieses Set, was ich ganz gerne baue. Jetzt würde ich gerne mal kurz vom Gelände hier schauen. Das Gelände ist, glaube ich, hier in Ordnung, ne? Ja, das ist gerade. Okay. Dann würde ich hier an der Stelle ganz gerne... Das kannst doch... Also, erzähl's mir doch nicht. Wieso haben wir denn jetzt schon wieder keinen Strom? Das kann doch nicht sein. Wir haben ein unglaubliches Müllproblem. Das gibt's doch jetzt nicht. Ach, ja, nee, alles gut. Vielleicht hat das Kraftwerk gebrannt. Ich wollte gerade sagen, also irgendwie wundere ich mich jetzt ja doch schon ein bisschen. Kann doch jetzt nicht schon wieder Strom hier Mangelware sein. Aber nee, alles gut. Gut, dann machen wir das hier nämlich hier rüber. Dann haben wir das nämlich auch irgendwo in den Schulgelände schon mal ein bisschen das Geld investiert. Ist ja nicht so schlecht, denke ich mal. Wir werden auch irgendwo am Ende des Tages wahrscheinlich sehr viele Straßen nochmal upgraden, wenn wir dann die grünen Straßen haben. Das heißt, bei 4.400 Einwohnern, das sollten wir sogar heute noch schaffen, hoffe ich, könnten wir dann hingehen und könnten dann... Machen wir das mal damit. Könnten dann gucken, dass wir eben ein bisschen das aufhübschen alles. Ne? Ein paar grüne Sträßchen hier mit rein. Ich hätte Lust zu. Machen wir das so. Ich bewusst so gemacht, finde ich irgendwie ganz cool. So. Und dann geben wir euch natürlich auch nochmal ein wenig was zur Begrünung. Ja, und dann geht es wahrscheinlich auch schon mal langsam, aber sicher Richtung öffentliche Verkehrsmittel. Bus auf jeden Fall. Brauchen wir fast gar nichts machen. Wie gesagt, ich werde ein bisschen nachbegrünen auf jeden Fall. Das machen wir. So, und so kriegen wir natürlich langsam, aber sicher. Bauen wir einerseits schön, andererseits kriegen wir halt natürlich auch unseren Plusbetrag ein wenig erhöht. Was sehr, sehr gut ist. Ich würde auch demnächst
zum Krematorium dann wechseln. Irgendwo. Das wäre für mich, glaube ich, auch so eine Sache, die wichtig ist. Ach, das gibt's doch nicht, dass die Dinger hier fast voll sind beide. Guck mal. Keine Chance. Keine Chance. Wir müssen tatsächlich noch eine dritte bauen. Zur Entlastung. Klingt komisch, ist aber so, weil die 1400, was die Verbrennung kostet wöchentlich, kann ich mir absolut nicht leisten. Kann mir absolut nicht leisten. Jetzt kriegen wir eine kleine Finanzspritze. Das ist sehr, sehr gut. Das sind auch wichtige Dinge immer. Wie gesagt, hier machen wir dann... Ah, den Freeway können wir gleich auch nochmal ändern. Der Finanzspritze. Müssen wir mal kurz gucken. Wie gesagt, da sind wir jetzt gleich soweit. Tu mir das jetzt bitte hier nicht an, dass es so knapp ist. Wird hier drüben dann gerne natürlich nochmal ein bisschen ausbauen. Dass wir einfach so die kleinen Felder auch voll bekommen. Überall an den Straßen. Dann sieht es, glaube ich, ganz nett aus. Auch hier drüben können wir das dann weiter ausfüllen. Weil hier geht es ja dann nach links rüber dann auch irgendwo, ne? Hier an der Stelle gehen wir auch schon mal weiter. Jedes Häuschen zählt, ne? Liebe Leute, jedes Häuschen zählt. Und hier drüben machen wir dann natürlich auch noch hier die restlichen Häuser. So. Was haben wir denn hier? Ach, guck mal, Hubschrauber-Prioritäten und so Sachen. Interessant, dass es das als Richtlinie gibt. Ah. Naja, guck mal, jetzt haben wir hier die grünen Straßen. Das ist sehr, sehr gut. Prima, da dürfen wir jetzt auch die asymmetrischen Straßen mit reinbekommen haben. Sehr, sehr gut. Gut, dann haben wir nämlich das Huch. Also wir können jetzt auch etwas mehr mit den Abbiegerspuren arbeiten. Dann halt nicht. Ja, das klappt ganz gut. Lassen wir das auch jetzt nebenher erstmal langsam weiterlaufen. Sehr, sehr gut. Okay. Das heißt, wir haben fürs nächste Mal, wir haben jetzt zum einen hier wahrscheinlich die asymmetrischen Straßen auch mit reinbekommen. Ja, also mit ziemlicher Sicherheit, auch wenn ich sie mal wieder nicht finde. Mit ziemlicher Sicherheit müssen die dabei sein, aber Straßenbahn und alles. Das ist aber auch, die versteckt sich aber auch. Das ist ja die, wo es schon lange gibt. Da gibt es doch nicht. Ich sehe die einfach nicht, ne? Da ist sie. Ich glaube, ich suche mir das jedes Mal hier drin, ne? Dann habe ich die direkt, weil ich finde die hier auch nicht besser. Na, aber da können wir mit arbeiten, können da mit Abbiegerspuren was machen. Wäre nicht schlecht, wäre nicht schlecht. Gibt es Möglichkeiten, die wir machen können auf jeden Fall dadurch? Ich muss nur gucken, wo, weil wir haben jetzt so von den Alleen haben wir ja noch nichts wirklich gebaut. Wasser haben wir als Problem. Ups. Der gute Wasserturm. Den basteln wir hier noch mit rein. Dann haben wir hier das nämlich auch schon mal etwas versorgt. Dann haben die auch wieder Wasser. Und Abwasser müsste reichen, oder? Interessant, dass es aber nicht reicht. Machen hier ein bisschen Öko. Machen wir hier nebendran. Haben wir ein bisschen Abwechslung auch, ganz schön. Hier kommt eh so eine Keilmauer dann hin am Ende des Tages. Gut, dann passt das. Dann haben wir die Versorgung auf jeden Fall wieder bereitgestellt. Strom haben wir wieder keinen. Och, das ist doch Wahnsinn. Also wirklich. Was haben wir denn hier? Wir haben mittlerweile das Ölkraftwerk. 2400 kostet mich das. Das ist ja voll teuer. Och Mensch. Ich bin mir nicht sicher, ob mich das so reizt. 20 Megawatt ist schon cool eigentlich, ne? Was kostet mich das denn? 250? Jetzt geht es halt langsam los, dass es natürlich etwas teurer immer wieder wird. Wir bauen die mal. Ich will halt, also Ölkraftwerk muss man auch wieder versorgen. Bringt uns dann natürlich ein bisschen mehr. Auch selbst hiermit haben wir jetzt zusammen 40 Megawatt. Das heißt, wir haben ein Kohlekraftwerk. Günstiger als Kohlekraftwerk hier, was wir gebaut haben, ne? 500 kostet das wöchentlich und das kostet 700. Ja, okay. Das heißt, das dürfte auch wieder stimmen. Wahnsinn, oder? Gucken wir mal, dass wir hier mit den Turbinen vielleicht ein bisschen arbeiten. Und später können wir, wie gesagt, Sachen auch nochmal abreißen. Also irgendwann haben wir ja die Probleme nicht mehr. Gerade wenn Solar dann auch ein bisschen kommt.
Ich habe ja trotzdem so ein zweites Solarkraftwerk, hätte ich mir noch gewünscht. Wirklich. So gerade Green Cities, so ein Solarkraftwerk wäre cool gewesen, ja. Wenn da nochmal irgendwo ein weiteres, ein bisschen größeres vielleicht reingekommen wäre. Jetzt haben wir natürlich hier verkehrstechnisch schon mal ein bisschen mehr, was hier unterwegs ist. Geldtechnisch haben wir natürlich größtenteils wieder alles ausgegeben, was wir irgendwie hatten. Super. Und ja, wie gesagt, den Kanal haben wir mal begonnen, auf jeden Fall zu bauen. Aber wie gesagt, zu befüllen, das ist, ihr habt es gesehen, ein bisschen schief gegangen vielleicht. Da werden wir dann natürlich mit dem Frischwasser Austritt etwas arbeiten und gucken, dass wir uns den Kanal so ein wenig befüllen. Gut, dass wir den halt wirklich flach gehalten haben, dann kriegen wir den vielleicht wirklich voll, aber jetzt versteht ihr wahrscheinlich, warum ich gesagt habe, wenn wir den jetzt noch tiefer gemacht hätten, dann wäre die Kante so, diese Kante hier dann halt noch extremer und das würde halt nicht gut aussehen. Deswegen, das passt, glaube ich, ganz gut, was wir hier auf die Beine gestellt haben. Wir sind auch ein bisschen weitergekommen, das heißt versorgungstechnisch sind wir heute doch wieder ein gutes Stück vorangekommen. Große Probleme mit Müll haben wir natürlich, wird sich jetzt aber wahrscheinlich Stück für Stück etwas bessern. Und ja, da müssen wir mal schauen eben, was wir nächste Folge dann machen werden. Ich bin froh, dass der Kanal mal hier durch ist. Und ja, auch mit den Erhöhungen, ich weiß nicht, wie gesagt, ob ich bei den Brücken über den Kanal in der Mitte eine Stütze machen soll. Ich bin mir da wirklich noch unschlüssig. Muss man mal gucken, weil wie gesagt, die sollen ja auch unten durchkommen. Und ich denke mal, wenn wir die Fähren gebaut haben, sehen wir das nochmal ein bisschen besser. Ich glaube, die kommen gut vorbei, auch wenn eine Stütze in der Mitte ist. Das habe ich schon mal getestet. Aber ja, wie gesagt, müssen wir halt mal schauen, wie das dann eben auch am Ende aussieht. Ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dieser Folge. Hinterlasst gerne eine Bewertung. Würde mich natürlich sehr unterstützen und sehr glücklich machen. Und dann sehen wir uns auch in der nächsten Folge wieder, wenn es weitergeht hier in All in One. Macht es gut. Bis dahin. Ciao, liebe Leute.